bist ein bisschen, wenn du allein bist, am Deutsch gesagt. Ja, und eben überall. Hallo zusammen, ich bin Ronja, Praktikantin bei der AVA und nehme euch heute mit auf den Besuch bei der Zuglätscherin in Aarau. Kommt doch mit! Guten Morgen! Hallo zusammen, kommt rein! Shani, wir befinden uns hier quasi im Hirn der WSB. Magst du uns mal vielleicht erklären, was du täglich als Fahrdienstleiterin machst? Ja, gerne. Wir sind hier für die Überwachung des Zugverkehrs zwischen Menzigen, Aarau und Schöftle. Und wir müssen schauen, dass bei Störungen, das kann eine Stellwerkstörung sein oder eine Fahrzeugstörung oder sonst irgendetwas, wir entsprechend disponieren können. Weiter sind wir für die Kopplung der Fahrzeuge verantwortlich. Das heisst, wenn wir Gruppenreisenverkehr haben oder die Werkstatt ein Fahrzeug verlangt, wir die entsprechenden Fahrzeuge am richtigen Ort haben. Also was meinst du genau mit der Kopplung? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Zur Hauptverkehrszeit fahren wir mit der maximalen Länge. In der Nebenverkehrszeit trennen wir die Fahrzeuge, trennen, um die zu schonen und aber natürlich auch ein bisschen Strom zu sparen. Du siehst, wir tragen also ein bisschen Verantwortung und wenn ich will, könnte ich die also sogar aufs Abstellgleis schicken. Was? Spass beiseite. Viel ist natürlich bei uns gesichert und wir überwachen und überprüfen das System hier. Und dazu dienen zum Beispiel auch unsere Überwachungskameras. Die Live-Bilder sind für uns primär wichtig, um die Anschlüsse zu beobachten oder um eine Gleissituation zu überprüfen. Und zwei Etagen unter uns ist der Relais-Raum. Und dort ist die Technik für die Sicherungsanlagen der WSB. Was wir aber immer manuell vornehmen müssen, sind Rangierfahrten. Und die meiste Zeit unserer Schicht verbringen wir eigentlich von diesen Monitoren hier. Hey, und wenn du Lust hast, kannst du mal selber eine Einfahrt stellen. Die linke Maustaste drücken und auf das Einfahrtssignal. Da. Und genau, mein Gleis 1 reinstellen, loslassen. Und dort auf das Z drücken, genau. Das Dreieckli hier ist gerade grün geworden, das heisst, das Signal zeigt Fahrt. Hey, gut super gemacht, kannst du gerade bei uns anfangen. Danke. Sind ihr für all das allein verantwortlich oder wie teilt ihr euch auf? Also es ist so, jeder Dienst hat seine Aufgaben und wir haben 6 Dienste pro Tag, Montag bis Freitag. Und wir sind immer das Zweite sein während dem 15-Minuten-Takt. Samstag und Sonntag haben wir ein bisschen weniger Dienste. Was mich auch mega interessiert ist, was sind denn die häufigsten Gründe für Zugverspätungen? Das ist eine gute Frage. Es ist ein Sommersee Einspurbetrieb und wenn ein Fahrzeug eine Störung hat oder wir wegen einem Anschluss müssen warten, muss auch der Gegenzug entsprechend warten und wir müssen entscheiden, wo eine Kreuzung stattfindet. Und manchmal reicht es auch schon, wenn es regnet, dann fahren die Ölis die Lokführer ein bisschen langsamer, weil es rutschig ist. Oder die Fahrgäste mit ihren Schirmen, die Ölis halt beim Einsteigen auch ein bisschen Verspätungen produzieren. Wir verstehen natürlich, dass die Fahrgäste die Ölis verärgert sind, aber sie sehen auch nicht, dass wir gerade intensiv an einer Störungsbehebung sind. Und bei uns hat die Sicherheit oberste Priorität und jeder Schritt muss gut überlegt sein. Das ist ja mega stressig. Was motiviert dich denn jeden Tag hierher zu kommen? Das Coole ist, wir sind ein tolles Team. Du weißt nie, was dich erwartet am Morgen. Also es kann sein, dass es eine Autokollision gibt, aber es kann auch sein, dass ein ganz langweiliger Tag wird. Aber entsprechend hast du Zeit zum Pendenzen, wo sonst noch anfallen, abzuarbeiten, zum Beispiel so Baustellen zirkular oder so. Und es gleicht sich einfach entsprechend aus und das ist das Schöne daran. Das klingt mega spannend für mich. Könnte ich den Job auch machen? Ja, sicher könntest du das auch. Früher war das eher ein kleiner Männerberuf und heute ist es natürlich egal, ob Frau oder Mann. Bei uns sind wir eigentlich recht ausgeglichen, was diese Quote anbelangt. Und du musst einfach eine 3-jährige Lehre abgeschlossen haben oder eine Matur haben und den Eignungstest bestehen. Dann kannst du dann eigentlich hier eine 6-monatige Ausbildung anfangen, die von Aarbau Verkehr finanziell übernommen wird. Also ich kann es wärmstens empfehlen. Auch nach 11 Jahren beim gleichen Arbeitgeber habe ich immer noch sehr viel Spass hier. Shani, danke für den spannenden Einblick. Gern geschehen. Und bis zum nächsten Mal.